Damit fahre ich in der Tagesordnung fort und die nächste Rednerin ist die Frau Abgeordnete Julia Herr. Die Burgenländerin Julia Herr ist Klimasprecherin der SPÖ. Hier kommt sie. Dankeschön, Frau Präsidentin. Sehr geehrtes Hohes Haus, wir diskutieren jetzt wieder zurück zum Thema die abschließenden Ergebnisse aus dem Untersuchungsausschuss, dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Und nicht nur, dass diese Erkenntnisse viele sind, sie sind auch aktuell. Denn sie helfen uns ein bisschen Aktuelles besser zu verstehen. Wer sich zum Beispiel fragt, warum war es so notwendig, dass wir jetzt heuer im April nochmal eine Mieterhöhung durchführen mussten, um 8%, obwohl ohnehin viele sich am Ende des Monats das Leben nicht mehr leisten können und obwohl die Immobilienwirtschaft seit 2008 ihre Mieteinnahmen auch verdoppelt hat und allein die Indexierung der Richtwert- und Kategoriemieten im Jahr 2022 und 2023 bisher schon über 1 Milliarde zusätzliche Einnahmen für die Immobilienwirtschaft gebracht hat. Warum war das so notwendig? Dann könnte man die Frage stellen, haben vielleicht auch Vertreter und Vertreterinnen der Immobilienwirtschaft an die ÖVP gespendet? Und siehe da, ja, dann wird man auch in dieser Frage beispielsweise findig, wenn man sich allein die Zahlen von 2017 bis 2019 anschaut, wo 700.000 Euro Spenden geflossen sind an die ÖVP, eben aus der Immobilienbranche. Und ich denke, dann versteht man ein bisschen besser, warum man sich so hart und so vehement in einer Zeit der größten sozialen Krise eingesetzt hat, dass weiterhin hier die Einnahmen fließen. Nur eine Zahl noch dazu. 80% der privaten Mieteinnahmen fließen an die Top 10% der vermögendsten Menschen in Österreich. Also da lüftet sich der Schleier dann schon etwas. Und entschuldigt hat sich übrigens bisher für dieses gesamte Verhalten noch niemand, aber ich mache weiter mit zwei anderen Geschichten. Den Sigi Wolf, das haben wir jetzt schon öfter gehört. Ebenfalls jemand, der der ÖVP geholfen hat beim Lukrieren von den Spenden, da hat es ordentlich geklingelt in der Wahlkampfkasse bei der ÖVP und dementsprechend hat er dann eine Sonderbehandlung erfahren, wie, ich wage zu sagen, ein normaler Mensch nie in Anspruch nehmen könnte. Der Finanzminister hat de facto den persönlichen Steuerberater vom Herrn Wolf gespielt und da geht es um 11 Millionen Euro, die der Herr Wolf im Übrigen nicht nach Vorschrift versteuert hat, also Gewinne, die nicht ordnungsgemäß versteuert wurden und die eigentlich dem Staat gehört hätten. Aber wozu hat man Freunde? Und der Herr Wolf ruft an bei den ÖVP-Männern und Frauen im Finanzministerium und sagt, er hat eigentlich gerade keine Lust, diese Millionen zurückzuzahlen, obwohl sie dem Staat zustehen würden. Und man ist der Meinung, ja, okay, wir schenken ihm 4 Millionen Euro. Thomas Schmidt schreibt, ich kämpfe für euch mit allen Mitteln. Und warum sage ich dieses Zitat? Weil man hat vielleicht im Kopf jetzt als Bürger oder als Bürgerin, ja, da haben sie sich halt eingesetzt, dass der weniger Steuern zahlen muss. Aber dass das ein Prozess ist, der über Jahre gegangen ist, wo man sich wirklich fragt, was ist bitte, was haben diese Beschäftigten im Finanzministerium zu tun gehabt? Dass wir da 30 Termine auf Ministerebene, wo man sich nur zusammensetzt, um zu überlegen, wie kann ein Millionär, einer der reichsten Menschen in Österreich, wie schafft man es, dass der ja kein Steuergeld zurückzahlen muss? 30 Termine, 350 Nachrichten von Thomas Schmidt. Und selbst dann, als man es geschafft hat, und zwar mit den seltsamsten Methoden, das ist nicht House of Cards für Arme, das ist House of Cards, wo man diejenigen, die der Meinung waren, nein, der sollte schon das Geld zurückzahlen, geschaut hat, dass die nicht dabei sind beim Termin oder immer wieder die Termine so lange ausschiebt, bis die, die das ordnungsgemäß abwickeln wollen, gar gerade keine Zeit haben. Also mit den absurdesten Methoden. Ich hoffe, es wird alles einmal verfilmt, was sich dazu getragen hat in Österreich. Und selbst als man es dann wirklich dazu gebracht hat, dass dieser, einer der reichsten Menschen, eben 4 Millionen Euro geschenkt bekommt, hat er sich nochmal aufgeregt, weil die Zinsen würde er ja auch nicht zurückzahlen. Also da wurden ihm eh schon 4 Millionen geschenkt, kommt er nochmal daher und sagt, nein, aber er will das noch einmal reduziert haben und wieder die ÖVP springt und es geht weiter, wieder monatelang wird interveniert, dass hier diese vermögenden Menschen keine Steuern zahlen. Man kann sich das eigentlich gar nicht auf der Zunge zergehen lassen, was da passiert ist. Und wer jetzt glaubt, naja, okay, das war halt ein Einzelfall. Der Herr Wolf, der hat halt auf Schloss Reifnitz hat halt für die ÖVP besonders viele Spenden geworben. Da ist man ihm halt entgegengekommen. Es war überhaupt kein Einzelfall. Genau dieselbe Geschichte könnten wir mit dem Herrn Benko weitererzählen. Nur, dass es da nicht um 4 Millionen Euro gegangen ist, sondern um 14 Millionen Euro, die er nicht zahlen wollte an Steuergeld, das uns allen gemeinsam aber zugestanden ist.
14 Millionen Euro. Damit könnten wir im Übrigen die Wiener Tageszeitung auf ein langes finanzieren. Also nur zur Frage, da hat offenbar noch niemand ein Problem gesehen, dass man einem der reichsten Menschen der Welt, René Benko, 14 Millionen Euro zukommen hat lassen. Aber für die Wiener Zeitung, für die Demokratie in diesem Land, für den kritischen Journalismus, da hat es dann leider nicht gereicht. Und somit komme ich auch schon zum Schluss. Weil die Überlegung, was macht man jetzt mit der Situation? Es gibt offensichtlich hier eine Partei, die fühlt sich offenbar tatsächlich als Hure der Reichen, wenn man sich anschaut, was da in den letzten Jahren passiert ist. Wie kann man dem vorbeugen? Und eine Erkenntnis ist, dass wer so viel Vermögen hat, auch immer Machtansprüche stellt und ständig versucht, auch auf die Politik, auf die Demokratie einzugreifen. Und deshalb brauchen wir Millionärssteuern in diesem Land. Ganz, 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 ganz dringend. Und dazu nur ein letztes Zitat, weil einen dieser Sponsoren durfte ich persönlich befragen, zum Beispiel den Herrn Bernd, der wurde dann Aufsichtsratsvorsitzender nach seiner Spende. Er sagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es gilt die Unschuldsvermutung natürlich, wie immer. Aber der hat 65.000 Euro gespendet. Kann sich jeder zu Hause jetzt überlegen, wann er mal 65.000 Euro frei umliegen hat auf der Kante, dass er sich denkt, ui, das ist mir jetzt überblieben, das tue ich jetzt spenden. Und der hat dann gesagt, sozusagen, das ist ja gar kein großer Posten. Ja, also, it is no big deal, hat er gesagt, diese 65.000 Euro, die kümmern ihn ja gar nicht, warum wir da jetzt Fragen dazu stellen. Was soll denn mit 65.000 Euro für einen Einfluss sozusagen gewährt worden sein? Es braucht Millionärsteuern in diesem Land. Dankeschön.